Alvheim. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Gror's Schrein. So. Zerstörte Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Okay, hier ist auf jeden Fall ziemlich windig. Hier geht ein ziemlich komischer Wind, wenn ich das mal so sagen darf. Die Algen führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Okay. Oh Mann, Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Okay. Interessant. Oh, was haben wir denn hier? Die lebende Wüste. Die lebende Wüste. Das Juwel von Alfheim ist unsere heiligste und fruchtbarste Wüste, die einen beispiellosen Vielfalt an Leben beherbergt. Von dem majestätischen Haffufer und ihren wohlklingenden Lied der Sande über die verschiedenen Schildkröten und Echsen des Sjarta bis hin zu den großen Herden von Gazellen und Steinböcken, die durch die Wanddünen ziehen. Alle Kreaturen der Wüste wird durch die Gnade des Lichts Leben geschenkt. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Erhabenheit zu genießen und reflektiere. Sorge für deine Welt. Okay, ich nehme mir ein bisschen Zeit. Ich habe mir Zeit genommen. Schlackenablagerung, das ist gut. Das haben wir mal gebraucht zum Aufleveln. So, wie geht's hier weiter? Was muss ich tun? Interessant, dass hier irgendwas rieselt. Jetzt ist hier irgendwo weiter, wir oder? Wir sehen uns drüben. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Moment. Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Ah, und schon wieder darfst du entscheiden. Natürlich gucken wir uns das Leiden an. Weil ich bin neugierig. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. So, wo sind die Runen? Wo sind die Runen? Wo ist Rune Nummer 1? Wenn wir Rune Nummer 1 haben, wie zum Beispiel hier, die muss man von da zünden anscheinend. Okay. Dann haben wir hier. Da haben wir 1, da haben wir 2. Gleich. Für diese Runen. Da, der Tempel des Lichts. Gror's Schrein ist ganz oben. So, komm her. So. Okay. 1, 2, dann müsste theoretisch 3 eigentlich hier oben sein. Oder von hier ersichtlich. Nein.
So. Nö, nö, nö. Es könnte knicken, dass wir da hingehen. Wir gehen da lang. Der Teufelsweibchen. Alter, hast du gerade gefurzt? Nee, eigentlich nicht. So. Ja, alter Freund, wir plündern bloß noch. Heute kann ich euch noch erzählen. Der Herr hat gestern wieder so viel. Nun gut. So, Adler, danke schön für den Follow. Teufelsweib. Dankeschön für deinen Raid und danke an alle, die hier mit reingestürmt sind. Nicht wundern, Kamera ist aus, ich liege hier in einer sehr komischen Position wegen Haxen. Ah, Gevatter tot oder Gevatterin tot. Dankeschön für den Follow. Danke, danke, danke. Was gab's bei euch? Was gab's bei euch? Erzähl, erzähl. Ich trinke mal einen Schluck. Ich nutze die Pause zu meinen Gunsten. Resident Evil Village. Ah, und Shadow of Rose. Ah, Shadow of Rose, das DLC von Resident Evil Village. Ah ja, auch nicht schlecht. Und? Gut, schlecht, empfehlenswert? Ja, nein, vielleicht. Keks. Und vor allem schön geraged. Ach Gott. So, Moment. Ich muss mal ganz kurz in eine andere, irgendwie für mich gemütliche Position. Sehr gut, meiner Meinung nach. Okay. Mitbekommen habe ich's, aber Resi ist noch in weiter Ferne von irgendwie planbaren Spielen. Und daher. Aber ist gut, dann kann man das schon mal auf die zumindest Beobachtenliste setzen. So, hier gibt es irgendein Tier, hat er gesagt, das schreit. Ja, und ich höre nichts, ich sehe nichts. Oh gut. Aber nicht wohl gelegen. Ansonsten, wir machen hier natürlich mit der Story weiter von God of War. Haben heute Morgen schon angefangen. Und setzen jetzt noch ein bisschen die Reise fort. Und am Freitag, sofern morgen nichts ganz beschissen Negatives für mich rauskommt beim Arzt, werden wir bei One Gaming drüben hier weiter zocken. Aber das Spiel ist absolut das Warten wert gewesen, meine Meinung bis jetzt. Es ist einfach nur so viele What the fuck Momente im Moment. Einfach nur geil. Oder ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt, Freyas Bruder? Ja, er ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Okay. Danke, danke. Es wird schon, es wird schon. Ich war jetzt ja gestern schon mal dort, weil der Arzt mich hingeschickt hat, weil er gemeint hat, geh mal hin. Verdacht auf Thrombose, mach mal. Und dann hat er gesagt, ah, wenn du schon drüben bist, dann sollen die meine zweite Meinung abgeben. Ja, die zweite Meinung, die darf ich mir morgen erst abholen, weil dann muss ich wieder ganz woanders hin, weil das müssen die obersten Ärzte machen. Ja, also die, wo halt auch dann mehr Geld verlangen, natürlich, ganz klar. Ich meine, mir ist es wurscht, aber ich finde es schwachsinnig. Aber ja. Deswegen darf ich da jetzt morgen hin. Deswegen kann ich morgen definitiv nicht streamen. Weil ich nicht weiß, wie lange das dauert. Das ist wieder etwas, was mich absolut maximal ankotzt. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, okay. Nicht? Manchmal bindet sich das Licht von all... Oh, wusste nicht, dass das geht.
Ja. Okay. Der Zaun ist eine Lücke. Ja, und Atreus ist übrigens ein bisschen vorwitziger geworden. Für diejenigen, die schon seine Entwicklung so ein bisschen verfolgt haben. Okay, von da kann ich nicht werfen. In dem Zaun ist eine Lücke. Jaha. Siehst du? Ich muss die Axt da durchwerfen. Und der reflektiert nicht. Ah. Nehmen wir den da. So geht's auch. Äußerst schlau. Ja, hat ein bisschen gebraucht. Hat ein bisschen gebraucht. So. Wo seid ihr denn? Achtung, das Scheusal explodiert! Wow. Nicht nur nervig, sondern jetzt auch noch explosiv. Ja, super. Freyas Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Bahnen nach Alfheim, okay, wenn ich einem da einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter dem Alben zu einem dürftigen Frieden. Ekelhaft und nervig. Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötet ihn. Alles klar. Dankeschön. Nun, und gute Nacht. Man sieht sich, hört sich und ja, wünsche dir eine schöne Restwoche, falls wir uns die Woche nicht mehr irgendwo sehen. Aber du wirst die Woche wahrscheinlich auch nochmal streamen. Gehe ich mal schwer davon aus. Was Gaddis Schneide, leichter Rundangriff. Warte. Ach komm, immer nur ein leichter. Süß, aber okay. Durch wiederholtes Drücken von R1 markierte Ziele verfolgt und zwischen ihnen hin und her prallt. Eigentlich ganz süß, ne, aber ich benutze die Axt aktuell eigentlich nur, wenn ich sie quizmäßig verwenden muss. Und wenn vielleicht ein Gegner dabei ist, wo die Anfälligkeit quasi gegeben ist. Entschuldigung. Ja, ja. Ganz wieder hochklettern. Hast du es jetzt? Hast du es jetzt? Was hat er denn? Mit dem los? Das nenne ich mal maximal unentschlossen. Alles klar? Gut. Dann gehen wir jetzt halt doch hoch. Übrigens, der Beiwohner, der da mit uns mitläuft, das ist Tyr. Das ist der nordische Gott des Krieges. Der aber irgendwie ein bisschen pazifistisch ist aktuell. Ob sich das noch ändert? Ich weiß es nicht. Einen brauchen wir erstmal nicht. Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Oh, das reicht, bitte. Mal wieder. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl.
Na dann. Komm her. Wir haben das Licht befreit. Bam, dein Kopf gehört mir jetzt. Achtung, rechte Seite. Ja, ja. Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf. Warum? Kommt noch mehr? Ich hasse Alfheim. Na ja, komm her. So. Ja. Silberstufe. Ja, nice. Ist eine Bombe? Na komm her. Ich krieg das auch so mit dir hin. Danke. Wie furchtbar. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte. Ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist, alter Freund. Es wäre ja schön, wenn mich einmal nicht alle schießlang irgendwer angreifen würde. Das wäre echt wünschenswert. Aber ja, dem ist halt leider so. So, da hinten ist ein Artefakt, das können wir wieder verkaufen. Und schon wieder eine Truhe, ne, dann. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. Okay. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Ach, Freyrs Tribute. Okay. Da ist eine Rune. Okay. Machen wir mal so. Lass uns erstmal weiter, Bruder. Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Ah, oh, okay. Alles klar. Kann ich wieder nicht lösen. Ist wieder maximal nervig. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Wie kommen wir rein? Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Auch nicht schlecht. Was sollte jetzt offen sein? Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Okay. Okay. So schlimm? Es gibt keine Dunkelalben mehr? Das ist bitter. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Ja, mir bleibt ja wohl keine andere Wahl. Oder doch? Ich mache es nochmal so, ich mache jetzt nochmal ganz kurz eine Pause. Weil jetzt, na, auch wenn ich vorhin nochmal kurz wegen der Tochter weg musste, jetzt möchte ich ganz kurz eine rauchen. Ich brauche ganz kurz, ich bin leider nicht so gut zu Fuß, aber 5 Minuten ungefähr müsst ihr auf jeden Fall warten. Und dann machen wir an der Stelle weiter. Jussilx. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dankeschön für dein Follow. Mach's dir gemütlich, ich bin gleich wieder da. Hier gibt's Minecraft und Story Games. Aktuell weniger Minecraft, dafür viele Story Games.
Und wie gesagt, jetzt God of War, Ragnarök, davor A Plague Tale Requiem haben wir schon durch. Und es kommen demnächst noch viele, viele, viele mehr. Aber ja, jetzt gönne ich mir eine ganz kurze Pause. 5 Minütchen vielleicht ein bisschen drüber, weil nicht gut zu Fuß. Ich brauche ein bisschen. Deswegen gibt es ein bisschen Schlittbeschallung. Hol dich was zu trinken. Trinken ist wichtig. Das werde ich jetzt auch tun. Aber ich habe auch nichts mehr zu trinken, da. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, dann können wir es ganz gemütlich schaffen. Und Sailor, Dankeschön für deinen Schlaflurk. Gute Nacht. Schlaf gut. Wir sehen uns, hören uns. Denke spätestens am Freitag bei Old Gaming drin. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Und have a good time und a good night vor allem. Muss mir kurz das Fläschchen hier aufhören. Dann mich irgendwie wieder in die angenehme Position packen und dann klopfen wir die Lichtalben mal ein bisschen durch die Gegend. Gerne. Ich hab zu danken. Wow. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Mhm. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Aha, okay. Auch nicht schlecht. Übrigens, für alle die, die es interessiert, das, was ihr hier seht und das, was heute Morgen lief, gibt es dann auch, ja, ich schaue, dass ich es ab morgen Mittag auf YouTube habe. Und dann könnt ihr alles, wenn ihr Bock habt, nachgucken, gerne auf YouTube vorbeischauen. Und wenn es euch gefällt, natürlich auch gerne ein Herzchen da lassen. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Hoffentlich nicht so groß, weil ich hätte jetzt keinen Bock. Ja. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Aha. Okay, die Axt ist also quasi jetzt hier unser wichtigster Gegenstand geworden. Okay. Kann man nicht kaputt machen? Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Richtig. Wie mir, du hast es erfasst. Wenn wir immer wüssten, was hier los ist, ne? Wow. Wow. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja. Liegt das am Fimbulwetter? Hm, wirklich? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja. Nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Hm. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Okay. Schon ein bisschen düster, die Geschichte. Wird trotzdem mal eine Klinge. Randale. Da kann man nicht dagegen werfen. Darf ich auch nicht drüber latschen? Was ist denn das? Sehr schön. Mhm. Auch wenn sich unsere Lichtalben nicht gerade freuen werden. Ja, dann müssen sie durch. Würden sie sich nicht so arrogant und asozial verhalten, müssten wir hier nicht randalieren. Ist so. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Vielleicht... Lasst die beiden lieber ihr Ding machen, Bruder. Oh. Achtung, hinter dir!
hier. Ja, ja, ich bin schon da. Lichtalb. Ja, ist ja gut. Beruhig dich wieder. Lichtalb von links. Tut mir leid. Ja, zeig es ihnen. Also eigentlich tut es mir ja nicht leid, weil ich habe schon irgendwie Spaß bei der Sache, ne? Aber trotzdem irgendwie auch schon ein bisschen doch. Seltsam. Sie kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Ich auch. Ich muss wieder eine Lösung finden fürs Rätsel. Folgt mir, Freunde. Darf ich mich vorher umgucken und looten? Das wäre voll nett. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Okay. Nice. Dann ist eine Truhe, die will ich haben. Kratos, wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Was tut er manchmal? Richtig. Ah, eine neugierige Seele. Fahr fort. Ich fahr keinen fort. Ich fahr einen Opel. Ah, der Humor kommt hier auf jeden Fall nicht so gut. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Und wie es aussieht, auch sich selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Na, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Ah. Toll. Okay, super. Das klingt nach Spaß. Also, nicht für mich. Geht es da lang, Kratos? Ja, ja. Ja, weiß er. Weg von dir! Ja, ja. Danke. Aber es ist schön, dass das Spiel so schön interagiert mit dir. Wenn du jetzt vom Weg abkommst, sagst, hey, nö, musst du nicht. Das ist schon irgendwie eine andere Art von Humor. Wie komme ich da rein? Nicht schlecht gemacht. Und da haben wir wieder. Vorsicht, rechts! Naja. Wenn du deine Arbeit machen würdest, dann werden die gar nicht irgendwie großartig was tun. Silberstufe von Scheußer töten. Was jetzt gut ist, ich weiß nicht. Hades Vergeltung durch der Runenangriff. Will ich sehen? Ja, und was habe ich? Ich habe die Flamme des Leids, ne? Ist auch süß, aber... Nehmen wir das. Sieht amüsanter aus. Eine Bombe in den Magen stecken und dann warten, bis es hochgeht. Ja, ich kann manchmal ein kleiner Sadist sein. So. Gehen wir weiter? Yep. Und jetzt kommen wir weiter. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen.
Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Okay. Hier oben gibt es mehr Dämmerstein. So, von wo? Mimir, verstehst du diese Gedichte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. So. Danke. Okay. Noch mehr Licht, Alf. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Wir können es probieren. Lass ihn doch mal. Ach, das kann ich gar nicht nehmen. Okay. So. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden.